unser Kontinent Europa. Ein Blick auf die Weltkugel zeigt die Kontinente als große, von Wasser umgebene Landmassen. Die größte zusammenhängende Landmasse ist der Kontinent Eurasien. Europa ist ein Teil Eurasiens im Westen des Doppelkontinents. Aus diesem Grund wird Europa oft als das Abendland bezeichnet. An drei Seiten ist Europa von Wasser umgeben. Im Westen bildet der Atlantische Ozean eine deutliche Begrenzung des Kontinents. Im Norden liegt das Eismeer. Im Süden bilden Mittelmeer, Schwarzes und Kaspisches Meer eine natürliche Grenze. Im Südwesten treffen Europa und Afrika fast aufeinander, nur getrennt durch die schmale Straße von Gibraltar. Im Südosten trennt die Meerenge des Bosporus Europa von Asien. Die Frage, wo genau hört Asien auf und wo beginnt Europa, hat über Jahrhunderte Gelehrte beschäftigt, denn es ist eine Landgrenze, die Asien und Europa trennt. Im Verlauf der Erdgeschichte vor etwa 100 Millionen Jahren entstand das Uralgebirge. Sein Ostrand verläuft von Norden nach Süden und fällt steil zum sibirischen Tiefland ab. Der Ostrand bietet sich deshalb als Grenze zwischen Europa und Asien an. Diese Landgrenze folgt weiter im Süden dem Fluss Ural zum Ufer des Kaspischen Meeres und von dort durch die Manitsch-Senke nördlich des Kaukasus zum Schwarzen Meer. Der Kaukasus gehört nach dieser allgemein anerkannten Abgrenzung nicht mehr zu Europa. Mit der Uralgrenze teilt man allerdings das riesige Russland in einen europäischen und einen asiatischen Teil. Mit dem europäischen Teil Russlands, also vom Atlantik bis zum Ural, ist Europa mit 10 Millionen Quadratkilometern der zweitkleinste Erdteil. Ohne Russland umfasst Europa nur noch 4,9 Millionen Quadratkilometer und ist so der kleinste Erdteil, kleiner noch als Australien. Wegen der vielgestaltigen Gliederung nennen die Geografen diesen durch große Halbinseln gegliederten westlichen Teil Eurasiens zwischen Atlantik und Russland Halbinsel Europa.